geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, auf die SPÖ will ich gar nicht mehr viel eingehen. Ich hätte mir die Emotionen, das hat die Kollegin Schatzenberger mir schon abgenommen, im Ausschuss gewünscht von der SPÖ und nicht hier jetzt am dann nervös werden, weil hier fünf Freiheitliche sprechen, wo wir ja klar, und das kann Ihnen die Frau Bundesministerin bestätigen, dieses Thema ja schon der Frau Bundesminister vortragen, Senkung der Strafmündigkeit seit Frühjahr 2023. Wir haben das die ersten erkannt, in den Linzer Vorfällen, da waren diese schrecklichen Vorfälle noch gar nicht. Aber es geht ja um die Sache. Und die Sache ist, lassen Sie sich auf der Zunge zergehen, und ich hoffe, dass heute nicht sehr viele Opfer von 2023, das waren fast 11.000 an der Zahl, Übergriffe, Anzeigen, polizeiliche Aufnahmen von Strafunmündigen 2023, dass da heute keine Opfer nicht zuschauen, weil denen würde es den Magen umdrehen, wie man hier eigentlich umgeht mit Opferrechten. Auch Opfer haben Rechte. Opfer sind zu schützen, und die Opfer sind uns Freiheitlichen wichtig. Und wenn Sie immer daherkommen, die Frau Kollegin Ildirimer überschlagt sich da schon laufend. Gestern hat sie behauptet, bei der Kurzdebatte, vor 10 Jahren hat Schwarz-Blau, bla bla bla, Jugendgerichtshof geschlossen. Da muss man ja eins einfach sagen, Kollegin Ildirim, erstmal ist das 21 Jahre her, ja, und nicht war 2014, da war sie hier in der Regierung, habt den Kanzler gehabt und habt nichts gemacht. Und jetzt plötzlich das alles zu entdecken, jetzt wo der Hut brennt, ist es ein bisschen erbärmlich. Und zur ÖVP, zur Partei der Miete, komme ich auch noch. Ja? Die ÖVP hat das überhaupt einmal in den Ausschuss nicht interessiert, ja? Hat sich gar nicht an der Debatte beteiligt. Und wenn man der Frau Bundesminister, dies wenigstens ehrlich, zugehört hätte im Ausschuss, was sie gesagt hat, wie wir gesagt haben, wir wollen die Strafmündigkeit senken, weil dringend notwendig, hat die Frau Bundesminister gesagt, das geht mit ihr so nicht. Sie ist nicht dafür, ist der Koalitionspartner. Und diese Versprechen des Kanzler Nehammer und was sie da von euch gibt und heute wieder, das ist ja nicht würdig. Das ist ja, dafür muss sich ja die Bevölkerung wirklich elendig vorkommen, wenn sie was versprechen, was mit diesem Koalitionspartner nie und nimmer umsetzbar ist. Und was ihr vergessen habt, ihr habt 6 Monate noch Zeit. Und wir werden sich ganz genau auch anschauen, was ihr die 6 Monate noch umsetzt. Und das wäre eine wichtige Maßnahme. Und Frau Bundesministerin, Sie können doch nicht die Augen verschließen, wenn die Gewalt bei Strafunmündigen immer, immer mehr wird. Und wenn man immer sagt, man kann ja die Jugendlichen nicht ins Gefängnis stecken. Ja, das wollen wir jetzt auch nicht um jeden Preis. Aber, das sage ich schon dazu, wenn einer, ein Strafunmündiger, morden, vergewaltigen, schwere Gewalttaten setzen kann, dann kann er auch ins Gefängnis gehen. Da ist uns der Schutz der Allgemeinheit, der Schutz unserer Frauen, Kinder, der Bevölkerung wichtiger wie der einzelne Täter, muss ich schon sagen. Und Frau, wenn man da immer so sagt von der linken Seite, naja, dieses Gefängnis, alles so böse, dann bitte besuchen Sie mal Jugendheime und Jugendanstalten in Rumänien, Bulgarien, alles in der EU. Besuchen Sie die mal und dann vergleichen Sie das mit unserem Jugendstrafvollzug, Vorzeige-Jugendstrafvollzug, was ich gar nicht immer so gut finde, weil der Jugendliche da gar nicht erkennt, und bei uns gehen auf die Jugendlichen rein und haben so etwas noch nie gesehen, was da mit ihnen an Therapien gemacht wird. Ja? Und die erkennen dann natürlich schwerlich Jugendliche, Kinder, erkennen schwerlich dann die Unrecht ihrer Tat und sagen, auf gut Deutsch gesagt, im Häfen ist Selleiwand. Und das ist aber ihre Politik. Das ist die Politik von jahrzehntelanger schwarzer Justizminister, die da nichts gemacht haben. Ja? Weil die Kollegin Zadic, was jetzt heißt, natürlich sehr, sehr untätig ist, und ich bin jetzt wirklich sehr enttäuscht. Ja? Aber natürlich das Erbe, was sie übernommen hat von euren Ministern, war kein einfaches. Und ihr habt im Strafvollzug nichts gemacht, nichts geleistet. Viel versprochen, wie jetzt auch. Die Bevölkerung, man kennt euch schon, viel versprochen, nichts gehalten, nichts umgesetzt. Das ist euer Problem. Darum wählt euch keiner mehr und darum vertraut euch keiner mehr. Und das muss man einfach so sagen. Frau Bundesministerin, ich fordere Sie auf, setzen Sie Maßnahmen zum Schutz unserer Kinder, unserer Frauen, unserer Familien.
Es spielen sich da Tragödien ab. Schauen Sie mal in den 10. Bezirk, schauen Sie in die Ballenzentrum, machen Sie da was. Da ist wirklich Gefahr im Verzug. Handeln Sie schnell. Da muss eine Maßnahme kommen. Was die ÖVP will, ist schon wieder mal ein Arbeitskreis und überlegen wir und schauen wir. So lange seid ihr leider Gottes oder Gott sei Dank, müssen wir sagen, nicht mehr in der Regierung. Ihr könnt ja da nichts mehr umsetzen in den 6 Monaten, bitte. Wenn Sie jetzt dann da lang noch überlegt, dann haben wir medial die nächsten Fälle und die nächsten Opfer und jedes Opfer ist traurig und ist zu beklagen und ist ein Opfer zu viel. Und ich sage immer, macht's bitte weniger Täterschutz, kümmert euch um die Opfer, schaut auf die Frauen, schaut auf die Familien und 2015 habt ihr sehr, sehr viel in dieser Politik verbrochen. Sehr, sehr viel verbrochen. Was sind Sie jetzt so nervös von der SPÖ? Das ist unfassbar. Ich würde mir diese Emotionen im Ausschuss, wo gearbeitet, würde ich mir wünschen. Da hört man von euch nichts, aber ist ja egal. Ihr müsst, natürlich müsst ihr jedenfalls einmal schauen, dass ihr auch was umsetzt mit euren Koalitionspartnern. Die Ministerin will das nicht, die will das nicht umsetzen. Dankeschön.